Hallo, liebe Nachtschwärmer. Es geht weiter mit Batman Arkham City. So, jetzt muss ich gerade mal auf die Map gucken. Gibt es irgendwie Infos über die Unterbrecher? Angriff findet statt. Erweitertes Realitätstraining on. Ja, okay. Nee, es gibt nur diesen. Was ist das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas nach Gotham übertragen lässt. Hey, funktioniert mein Handy deshalb nicht mehr? Ja, du Blödmann. Deshalb funktioniert das. Da ist das Ding. Hast du beim Briefing überhaupt zugehört? Nee. Erklärt einiges. Es ist die blöde Fledermaus. Es ist die blöde Fledermaus. Wall. Warum kann ich das Ding denn nicht aufnehmen? Es ist mir egal, wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mache ich dich kalt. Du wirst hier sterben, Mistgeburt. Das sehe ich anders. Ihr kriegt jetzt erstmal ein paar Schellen gratis. Heute Nacht wirst du sterben. Du stirbst jetzt. Hey. City? Ja, das ist ein riesiger Fortschritt. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Na los, lauf, versteck dich, wir finden dich. Wo sind die denn? So, an dem Ding selber dran. Okay, da hätten wir Nummer 2 und Nummer 3. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auf die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste da voll. Nehmt eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur Folge? Wie sieht's aus? Ich gehe zu Pinguin. Mehr so in die Richtung. Ich hab Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Funktioniert es? Der Logdata zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher? Die Fledermaus ist hier. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, Jungs. Vorsicht, die Fledermaus! Der Boss will, dass hier alles gesichert ist. Kein Problem. Aufsteck, Batman. Das hier ist noch nicht vorbei. Ruhig da oben, Batman! Ich bin das hier aufgehalten, verpackt und schleunigst aufgestellt, kapiert? Cobblepot muss sich mal entspannen. Wenn der so weitermacht, explodiert noch sein komisches Auge. Oder der kriegt einen Schlaganfall. Ich glaube, dass das da oben ist. Ja, wie am verdammten Nordpol. Niemand ist so mäßig, uns anzulegen. Pinguin glaubt, dass Batman in Arkham City ist. Diese Dinger werden ihn davon abhalten, Mist zu bauen. Batman! Ruhe bewahren! Wir müssen uns zusammenreißen! Was macht Batman hier? Ich wollte eigentlich nicht nach unten. Tötet ihn! Ja.
Meine sind Erfahrungspunkte, die ich mitnehmen kann. Aber eigentlich wollte ich ja nach oben. Alter, die haben eine Schrotflinte. What? Die haben mich getötet, Alter. Was zur Hölle? Jemand Interesse an einem gebrauchten Bettsuit? Das Blut geht sicher ab. Ja, das Blut geht sicher ab. Oh Mann. Gut, müssen wir das Ganze halt nochmal machen, aber... Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Niemand sagte, dass das einfach wird. Der Störsignal ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste da voll. Zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Es ist die blöde Fledermaus. Wo du auch bist. Ich werde dich finden. Zu mir, ich mache es. Alter, okay, gegen die komme ich nicht an. Keine Chance. Weil die halt alle Waffen haben. Ich dachte die ganze Zeit, es würde... Ich dachte die ganze Zeit, boah. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste da voll. Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Er hat Sachen von denen, die nicht mal im Museum was wissen. Irres Zeug. Was war das? Also mein Plan, wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard. Alles klar? Komm, greift euch zusammen. Ich zahle und will Ergebnisse sehen. Bewegt euch! Hast du ihn gefunden? Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Drüben ist jemand. Mann ausgefallen! Na los, ich brauche Hilfe! Vergiss es. Regle das alleine. Macht weiter! Macht weiter! Das ist nicht richtig! Reißt euch zusammen oder ich lasse euch auseinanderreißen! Was bist du? Ich bin Batman. Was ist hier los? Das ist gar nicht gut. Jeder eine geht nach unten. Und noch er hier. Hört zu, wenn ihr ihn nicht aufhaltet, schicke ich jemanden zu euren armseligen Familien und sorge dafür, dass ihnen ehrlich wehgetan wird. Dann lasse ich sie bei euch anrufen und um ihr Leben betteln. Dann schicke ich sie um. Es ist weg, verdammt, es ist weg!
Heiliger bist du! Weg von mir! Verschwinde! Schlaf jetzt. Oh Gott, endlich. Gut. Ich glaube, drei Störsender waren es, oder? Batman hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Und ein Stufenausstieg, das finde ich geil. Schallbatterang. Kugelsichere Panzerung. Ich glaube, das will ich, weil ich mit Schusswaffen konfrontiert werde, will ich da wenigstens ein bisschen Schutz noch haben im Falle der Fälle. Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Deaktiviere Pinguins letzten unterirdischen Kommunikationsunterbrecher. Es gibt ein Ziel auf der Map. Okay. Ich würde aber noch gerne was machen, und zwar diese Dingsies hier. Erwartetes Realitätstraining online. Nebenmission. Gewaltakte. Schuss im Dunkeln. Deadshot. Kann ich das irgendwie markieren? Erweitertes Realitätstraining online. Ich glaube, da hinten ist das. Die Typen werden uns nichts sagen. Legen wir sie um. Habt ihr gehört? Er sagt, dass ich euch eine Kugel in den Kopf jagen soll. Oh Mann, er ist es! Moin. Ja, Jungs, steht nur darum. Passt schon. Erwartet euch viel Schiss, um zu kämpfen. Okay. Sag mir, wo Freeze ist. Ich weiß gar nichts. Bitte. Wir müssen herausfinden, wer Freeze hat. Ich finde ihn. Versprochen. So, ich hätte dann runtergemusst und dann dadurch. Erweitertes Realitätstraining. Sobald du weißt, wo Freeze sich versteckt, kommst du zu mir und sagst es mir. Oh. Realitätstraining fehlgeschlagen. Das ist schwer. Die anderen Ringe tauchen halt erst auf, sobald ich dann die anderen durchquert habe. Sobald du weißt, wo Freeze sich versteckt, kommst du zu mir und sagst es mir. Verstanden. Oh, jetzt hat das Spiel geruckelt.
Okay. Ich versuch's jetzt noch einmal, ansonsten mache ich es offscreen, weil ich will jetzt die Folge nicht damit verschwenden. Ups. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Was hab ich denn gemacht? Was will das Spiel von mir? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Sag mir, wo Freeze ist! Ich. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das ist schwer. Ich will Freeze. Ja, ja! Richtig schwer. Na gut. Wir gehen jetzt mal auf die Hauptquest. Da werde ich noch offscreen ein bisschen rumdaddeln. Um entsprechend noch weitere Realitätstrainings freizusetzen. In Arkham City ist man weder reich noch berühmt. Bruce Wayne war vorher was? Wie soll man das lesen, wenn der Text so schnell wegglitscht? Ich habe Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Prüfungen überstehen. Freundet euch gar nicht erst an. Pinguin wird euch um einen Platz an seiner Seite kämpfen lassen. Dabei werden die meisten von euch verrecken. Ein paar von euch werden sich sicher gegenseitig umlegen, aber keine Sorge. Komm ich da denn hoch? Diejenigen, die die Prüfungen überstehen, werden es sehr gut haben. Freigetränke in der Iceberg Lounge. Was? Wir sollen einander umbringen? Stört mich nicht. Du kannst mich mal. Da mache ich nicht mit. Kein Problem. Lauf nur weg, du feiges Huhn. Wir werden dich später schon finden. Aha. Bis zum Henker haben die da getragen. Pinguin schickt sie runter, um einen weiteren Kommunikationsunterbrecher aufzustellen. Ich schätze, ihr versucht immer noch Batman dran zu kriegen. Hoffentlich hat der Batman bald erledigt. Jedes Mal, wenn Pinguin so ein Ding anwirft, funktioniert mein Handy nicht mehr. Ist ja wohl logisch. Die Teile unterbrechen Kommunikation. Der Name ist Programm. Ja, ich verstehe schon. Ich wollte es nur mal sagen, mehr nicht. Was hat Batman mit der Sache zu tun? Warte mal. So. Verdammter Schneemann. Wegen Freeze krepieren wir. Jawohl. Batman hier, es läuft hier irgendeine große Nummer. Panik freigeschaltet, suchen und vernichten. Waffenschläger hier. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Muss ja irgendwie unterirdisch weitergehen. Es ist Batman. Oh je. Kill me.
Bei euch gibt es ein paar richtig tolle Schellen heute. Du bist noch da. Ripper Tower. War nie dort. Bin ich etwa ein blöder Tourist? Nur zu! Lauf! Versteck dich! Sind ein bisschen viele. Mir schlägt klasse. Da ist ein Pfeil, der wird, der zeigt dahin. Da rein, oder wie? Bin gar nicht scharf auf mehr Geld. Ich will nur ein paar Burger. Pinguinklang, echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Ich hab... Doppel ausschalten. Wie nennt man eine Fledermaus, die glaubt, einer Katze etwas wegnehmen zu können? Von der Riddler in Arkham City versteckt. Von dem Riddler. Mit einer Falle versehen, die jedem außer Catwoman... bei Berührung einen elektrischen Schlag versetzt. Ach so, für Catwoman gibt es spezielle zum Sammeln, okay. Warte mal, hier ist noch so ein kleiner Gang. Mach das mal auf. Vielleicht findet sich dahinterhin noch irgendwas. Möglicherweise. Nein. Doch. Hier könnte ich runter. Ah. Eine Trophäe. Okay, dann wieder zum eigentlichen Geschehen hier lang. Ein paar Leute sind noch da, aber die sind überirdisch. Erstmal machen wir das auf. Vielleicht habe ich hier noch eine Versteckmöglichkeit. Oder vielleicht ist hier etwas versteckt. Es ist etwas versteckt. Eine Riddler-Trophäe. So, weil das Ding ja aktiv ist, geht's ja nicht. Stimmt, habe ich vergessen. Egal, im Match am Wochentag von den Toten wie in der... Was? Ich habe keine Ahnung, was das Riddler-Rätsel heißen soll. Aber um die ganzen Riddler-Rätsel und Trophäen, wie gesagt, kümmere ich mich entweder offscreen oder ich mache das dann halt so on the fly, wenn ich eins finde. Da leuchtet doch was. Na, sieh mal einer an. Okay, jetzt bin ich hier wieder.
Guck mal, wie viele Riddle-Trophäen ich jetzt schon mitgenommen habe. Hervorragend. Ich sag dir, er ist unmöglich. Doch, sieh genau hin. Und verwaffnet, drei unbewaffnet. Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Ich kann es auch so zerstören, aber... Solomon... Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Noch eine Riddler-Trophäe. Okay, die Wände kann ich nicht zerstören. Zwei könnte ich ausschalten, den anderen nicht. Es ist Batman. Okay. Das kann ich öffnen. Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Zeit, Urlaub zu machen. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? Einfach um, was? Ja? Einfach umbringen. Ja, einfach umbringen. Also, ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Einfach umbringen. Ein Niemand. Der so viele von euch schon aufgemischt hat. Okay, das sind fünf. Fünf Dudes sind dort. Okay, es sind doch mehr als ich dachte. Da ist der Kommunikationsunterbrecher, die haben alle Knarren. Lass ihn ja nicht an meinen Unterbrecher rankommen! Ich will nicht derjenige sein, der Pinguin sagt, dass Batman entkommen ist. Er verfüttert mich an sein verdammtes Monster. Das könnte ein bisschen tricky werden. Okay, diesen Batarang, womit man die Gegner ablenkt, der wäre jetzt echt super praktisch. Jeder, der anderer Meinung ist. Aber es wird auch schon irgendwie so gehen. Oh, geh rüber und sieh nach, bitte. Kommt hier rüber. Da oben ist einer. Hä? Batman ist zurück. Eine Akte. Ich habe diese Seite gesichert. Er ist weg, ich hab ihn verloren. Findet ihn sofort! Haltet ihn auf! Er lässt euch wie ein paar Schulmädchen aussehen. Oh ja. Das tue ich. Verneckische kleine Schulmädchen seid ihr.
Soundtrack ist echt geil. Gefällt mir. Hast du ihn gefunden? Was kann man damit machen? Die Gegner anlocken wahrscheinlich, ne? Wieder in mein Versteck. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Haben die nicht dieses Ding, womit die gucken können, wo der liegt? Den Grün kann ich verhören. Das ist gut. Was? Da bist du. Komm hier rüber. Ich hab ein Fenster gefunden. Hab noch einen gefunden. Bist du ja. Kommt hier rüber. Hä? Zu mir. Ich hab ihn. Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir so gut wie tot. Verstanden? Zock ich hier als fest. Aber gut Ding will Weile haben. Wir kriegen das hin. Ich will halt nicht draufgehen und den ganzen Käse nochmal machen müssen. Ist es eigentlich zu viel verlangt, dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Wo ist er hin? Sagt mir mal jemand, wo er ist? Gut, da waren es nur noch zwei. Wo ist er hin? Sagt mir mal jemand, wo er ist. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Oh, du bist das. Wir zwei haben noch eine Rechnung zu begleichen. Ich komme nach. Wenn man mich fragt, hätte Batman dich ruhig schwerer verletzen können. Wenn ich mir vorstelle, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wissen die ja, wo du bist. Erstmal die Situation so ein bisschen beobachten.
Wenn er kommt, schnappe ich ihn mir und dann überwältige ich den anderen. Ein ganz schönes Heckmeck hier. Sie irgendwie trennen. Oder so. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ich sag dir alles, was ich weiß. Vielen Dank. So, jetzt können wir uns um den Unterbrecher kümmern. Oder das Funksignal-Störgerät. Gut. Dann das. Und der letzte. Hervorragend. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Theoretisch ja. Dahinter ist auch noch eine Riddler-Trophäe und hier ist auch noch eine. Mühelosigkeit. Yay. Da oben war noch eine zerstörbare Wand, aber auch noch eine Trophäe, habe ich gesehen. Hier so. Butter. Komme ich denn dahin? Oder geht das noch mit Catwoman? Das geht so nicht. Dann auch nicht da hoch oder so. Na dann. Gehe ich mal wieder zurück. Beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. So, das können wir doch jetzt hacken, oder? Die Störsender sind ja weg. Ja. Abteil. Okay, das hätten wir. Und hier? Das spielt anscheinend keine Rolle mehr.
alternativer Ausgang, oder wie? Da ist noch eine Riddler-Trophäe, oder habe ich die schon? Ne, die habe ich schon versucht. Hier komme ich doch nur wieder nach unten. Ich möchte doch gerne wieder in die Oberfläche. Also. Neue Nebenmission. Okay. Dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal ein Päuschen und sage vielen Dank fürs Zusehen bei Batman Arkham City. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Dann werden wir uns dem Pinguin stellen und Mr. Freeze befreien, der uns noch helfen kann, oder wir überreden ihn, ein Heilmittel herzustellen für uns und für den Joker, damit wir diese Seuche loswerden, die der Joker uns verpasst hat. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Batman Arkham City.